Schneider, du hast keinen Stock im Arsch, sondern der Schreinerei, kein Wunder, dass sie nichts bewegt. Lass dir doch mal Zeit, dir feigst doch Schuppenkreis. Wer schwankt dort mehr vom Weg? Alter, du hast keinen Stock im Arsch, sondern ein Regenwald, kein Wunder, dass du kaum mehr lebst. Die ganzen Regeln machen uns im Regelfall zur Pflege voll, doch wer schwankt dort mehr vom Weg? Du, entschuldigen Sie, wo geht's denn da geradeaus? Die anderen sagen, ich soll da vorne noch links. Und die nächste dann gleich rechts, damit die Richtung wieder stimmt. Kann die Flimmer, die schon längstens dahin. Dass Pünktlichkeit der Tugend ist, das hat mich immer gewundert. Leg dich ruhig aufs Gleis, bis der Zug gibt, bist verhungert. Und wenn ich von vornherein sowieso weiß, dass der Peter gerne mit Spät kommt, dann mach ich halt so lange, warten muss irgendein Blödsinn. Mir geht's mein Kopf nicht nahe, dass der Mensch immer keine Zeit hat. Hab ich wieder zu viel, dann schlag ich's tot. Weil ich allerweil nur frei hab, letzten Freitag wollt's der Heiko noch ganz schnell einen Anzug kaufen. Und mit 180 auf der Bundesstraße sind wir beim Neiglaufer. Du fährst am Zigarettenautomaten mit dem Auto, der hängt direkt gegenüber bei der Wirtin am Haus. Steigst aus, doch der Motor, der läuft noch und vor lauter Auspuffrauch übersiegst das lautlose E-Auto und bist maustot. Eine militante Yoga-Tante, der wischt den Bum beim Kiffen. Hast das immer noch nicht umrissen, du, da kann man sie frei vergiften. Dann zockt's ihn, weil die wollen, oh. Das wär sein Glück, sei die herabschauende Hündin ist von oben bis unten hüftsteif. Alle wundern sich, doch da gibt's gar nicht so viel zu verstehen. Wie da der Dreh beim Meuer Umweg geht. Alter, du hast keinen Stock im Arsch, sondern der Schreinerei, kein Wunder, dass sie nichts bewegt. Lass dir doch mal Zeit, dir feigst durch Schuppenkreis. Wer schwankt dort mehr vom Weg? Alter, du hast keinen Stock im Arsch, sondern im Regenwald, kein Wunder, dass du kaum mehr lebst. Die ganzen Regeln machen uns im Regelfall zur Pflege voll, doch wer schwankt dort mehr vom Weg? Die Kastanie vor seinem Nachbarn hat Wunder, wo ich schon 100 Jahre, aber die Blattl fliegen auf das saubere Dach von seinem schlüsselfertigen Bungalow. Mitten in der Nacht, weißt du was? Gerade am Ratzen ist der Bader, Loch in den Stamm und gibt dem Bammern Liter Ratzengeld. Der Fritz sitzt mit Schlips launisch im Office, macht einen Witz nach dem anderen über Frauen und Ossis. Ab dem Blitzschnee wird er misstrauisch und stottrig, als er Spitz kriegt. Dass er schnittige, schicke Zwickauer Brautzeit heizt, sein neuer Boss ist. Unser Frederik schreibt sein Abitur, wo er grob mit Zweifel ist. In Cambridge, wo er promovieren zum Thema Po und Facelift. Den ganzen Tag flimmert der Rechner im Zimmer, zum Glück ist er so von der Straße weg. Aber Augenring hat er noch fetter nie als der Geisel, nicht mehr vom Gladbeck. Saubermacher nervt, aber Staubsaugen kann er lustig sein. Drückt dich nicht ums Klo, geht, na saug sogar die 50er Leute. Beim nächsten lauten Aufruhr, mit dem Vorweg in deinem Hausflur. Lass den Beutel aus, dann hast du das Geld für deine Brautschuhe. Sicherlich zieh mal hier und da aus meinem eigenen Arsch einen Stock raus. Und wenn es dann schon so weitergeht, dann bauen wir da draußen ein Blockhaus aus den eigenen Därmen, in die eigenen vier Wände. Wenn ihr die Hütten dann hast, saniert lang, soll er bei Firma Rente. Wollt ihr wirklich, dass man's buchstabieren? Dann stopp am Meier, wenn man Kusch ins Bier. Und das Ganze bitte unfiltriert. Schau mal, was mit uns passiert. Purple Hands, Purple Hands. Purple Hands, Purple Hands. Purple Hands, Purple Hands. Wir wollen gar nicht viel, wir wollen doch bloß ein Purple Hands.